Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video möchte ich die beiden Schallzahnbürsten Curaprox Hydro Sonic Ortho und Philips Sonicare Diamond Clean miteinander vergleichen. Also bleibt dran! In meinem letzten Video habe ich euch ja die Curaprox Hydro Sonic Ortho vorgestellt. Und ich habe euch auch verraten, dass sie mein neuer Liebling geworden ist. Also seitdem ich diese Schallzahnbürste habe, putze ich nur noch mit der. Und einige von euch werden sich wahrscheinlich gefragt haben, was denn mit meinem alten Liebling, die Philips Sonicare Diamond Clean ist. Also ist die jetzt auf einmal schlecht? Und was genau sind eigentlich die Unterschiede? Was ist hieran besser? Was ist daran vielleicht doch besser? Und all das möchte ich in diesem Video erklären. Und ich denke, ich gehe einfach mal ganz systematisch vor und ich fange mal damit an, die beiden Handstücke zu vergleichen. Bei der Philips Sonicare habt ihr ein ganz normales Handstück. Es sieht schön aus, aber es hat jetzt nichts Besonderes an sich. Bei der Curaprox hingegen habt ihr einen Sechskant und diese Form erleichtert es euch, den 45-Grad-Winkel beim Putzen einzuhalten. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt für die Curaprox-Zahnbürste. Dann unterscheiden sich die beiden Schallzahnbürsten noch in den Programmen und Intensitäten, die ihr so bekommt. Bei der Curaprox Schallzahnbürste habt ihr drei verschiedene Stufen mit insgesamt sieben verschiedenen Intensitäten. Ich werde jetzt nicht nochmal im Einzelnen drauf eingehen. Wenn ihr das wissen wollt, guckt mein anderes Video nur über diese Schallzahnbürste. Das werde ich auf jeden Fall mal verlinken. Ihr habt ja also keine verschiedenen Putzprogramme in dem Sinne, aber dafür sieben verschiedene Intensitäten, die ihr einstellen könnt. Bei der Philips Sonicare Diamond Clean bekommt ihr insgesamt fünf verschiedene Putzprogramme, die natürlich auch unterschiedliche Intensitäten haben, aber wo wirklich verschiedene Programme durchlaufen. Dass zum Beispiel 2 Minuten lang eine Intensität läuft und nach 2 Minuten nochmal die letzten 30 Sekunden eine andere Intensität. Das ist also ein Programm, was da durchläuft. Das habt ihr bei der Curaprox nicht. Ich persönlich finde es völlig egal. Hauptsache, ich kann unterschiedliche Intensitäten einstellen, dass ich entscheiden kann, ich möchte heute lieber ein bisschen sanfter putzen oder ein bisschen stärker putzen. Das könnt ihr mit beiden. Also das ist mir eigentlich relativ egal, ob man nun Programme oder Intensitäten und Stufen hat. Also das ist für mich kein ausschlaggebender Grund, die eine oder die andere besser zu finden. Dann gehe ich jetzt einmal auf die verschiedenen Bürstenköpfe ein. Denn das ist wahrscheinlich der größte Unterschied zwischen diesen beiden Schallzahnbürsten. Bei der Curaprox Schallzahnbürste habt ihr einen tropfenförmigen Bürstenkopf und die äußeren Borsten sind ein bisschen länger als die inneren Borsten. Und damit, durch diese Form, umgreift der Bürstenkopf richtig die Zähne. Also das ist eine sehr, sehr schöne Form, um Zahn für Zahn damit zu putzen. Bei der Diamond Clean hingegen habt ihr einen länglichen Bürstenkopf. Ihr könnt auch verschiedene Größen auswählen, also das ist jetzt der kleine Bürstenkopf und das im Vergleich ist der größere, etwas länglichere Bürstenkopf. Ich vergleiche jetzt einfach mal den kleineren mit der Curaprox Schallzahnbürste, weil das ein bisschen unfair wäre, jetzt den großen mit dem kleinen zu vergleichen, denn ihr habt ja immerhin auch die Möglichkeit, einen kleinen zu kaufen. Dieser kleine Bürstenkopf hat aber, wie gesagt, eine längliche Form und er ist insgesamt auch ein bisschen schmaler als der Bürstenkopf von der Curaprox Zahnbürste. Und wenn man den Bürstenkopf mal im Profil anguckt, dann macht er eigentlich so eine bogenförmige Form, nicht ganz so doll, aber ein bisschen. Und das ist aber auch eine ganz gute Form, um die Zähne zu putzen. Was ich persönlich immer nicht mag, ist, wenn die in der Mitte auf einmal längere Borsten haben. Das ist nicht gut. Also diese beiden Formen sind sehr, sehr gut zum Putzen. Trotzdem finde ich die von Curaprox noch ein bisschen besser, weil sie die Zähne noch besser umgreift und weil es trotzdem noch ein Tick breiter ist. Und wenn ihr dann den halben Bürstenkopf auf das Zahnfleisch legt und die andere Hälfte auf den Zahn, dann habt ihr insgesamt eine etwas breitere Fläche, die gleichzeitig geputzt wird, als wenn ihr einen etwas schmaleren Bürstenkopf habt. Dieser Unterschied ist aber minimal, also der ist nicht sehr viel breiter als dieser hier. Der wohl größere Unterschied liegt wahrscheinlich in den Borsten. Curaprox verwendet immer Curenfilamente, wohingegen alle anderen Hersteller und damit auch Philips Nylonborsten verwendet. Und Curenfilamente sind einfach viel, viel
sanfter und weicher zu eurem Zahnfleisch, zu euren Zähnen. Und das ist auf jeden Fall ein fetter Pluspunkt für Curaprox. Und nicht nur, dass sie weicher sind, gleichzeitig sind diese Borsten auch flexibler. Und das wiederum hat Einfluss auf die Schwingung, denn ich zeige euch jetzt mal ein Video dazu. Die Curaprox Schallzahnbürste schwingt viel, viel mehr, also die Borsten holen viel mehr aus nach links und rechts, also die Amplitude ist einfach viel größer. Das heißt, wie weit die Borsten von der Nulllage ausholen. Natürlich hängt es von der Intensität ab, also nicht in jeder Intensität ist die Amplitude gleich, aber so doll, wie ihr es hier hinbekommt bei der Curaprox Schallzahnbürste, habe ich es noch nie bei einer anderen Schallzahnbürste gesehen. Und auch bei der Philips Sonicare Diamond Clean schwingen die Borsten nicht so doll hin und her wie bei der Curaprox. Und damit habt ihr natürlich auch wiederum ein etwas besseres Putzergebnis. Also jetzt blende ich einmal kurz einen Clip ein, damit ihr den Vergleich sehen könnt. Ja, ich denke, das war eigentlich ganz deutlich zu sehen, dass die Borsten von der Curaprox Schallzahnbürste noch weiter hin und her schwingen als von der Diamond Clean. Ein weiterer Pluspunkt für die Curaprox Schallzahnbürste ist die gummierte Rückseite. Einige von euch haben mir das auch geschrieben, dass es so unangenehm ist, wenn man mit der Rückseite beim Zähneputzen gegen die Zähne kommt. Und da gebe ich euch vollkommen recht, ich finde das auch sehr unangenehm. Und Curaprox hat das sehr genial gelöst, indem sie alle Bürstenköpfe hinten gummiert hat, und das ist viel, viel angenehmer, wenn man jetzt damit die Zähne berührt. Ja, dann gibt es natürlich nicht nur diese Bürstenköpfe, das ist jeweils der Sensitiv-Bürstenkopf von der jeweiligen Firma, sondern es gibt natürlich auch noch andere Bürstenköpfe und die vergleiche ich jetzt auch nochmal miteinander. Wie ich bereits erwähnt habe, gibt es bei Philips Sonicare für alle verschiedenen Bürstenköpfe, die sie haben, sowohl größere Bürstenköpfe, also längere, als auch kürzere und damit kleinere Bürstenköpfe, sogenannte Mini nennen die sich dann. Bei Curaprox gibt es sowohl diese tropfenförmigen Bürstenköpfe als auch längliche. Bei Curaprox gibt es dann aber jeweils nur einen härteren Bürstenkopf, Power nennt er sich dann, und den gibt es eben in Tropfenform und in der länglichen Form, aber nur eine härtere Stufe. Bei Philips gibt es mehrere harte Bürstenköpfe. Ich habe hier jetzt den Diamond Clean Bürstenkopf in der Hand. Es gibt zum Beispiel auch den Pro Results, aber ich muss sagen, die von Curaprox sind einfach trotzdem sanfter und schonender, obwohl sie härter in Anführungszeichen sind und damit auch gründlicher reinigen. Trotzdem sind sie super schonend dank der Corenfilamente und ich muss sagen, bei Philips mochte ich nie mit einem härteren Bürstenkopf putzen, weil die mir einfach zu hart waren. Also ich habe sie auch immer eher zaghaft empfohlen. Ich habe euch gesagt, lieber nur ab und zu, wenn es denn wirklich sein muss. Also wenn ihr wirklich viel Kaffee trinkt, Tee trinkt, Raucher seid, dann könnt ihr schon ab und zu den härteren Bürstenkopf nehmen. Das ist dann schon okay. Aber den Powerbürstenkopf von Curaprox, den kann ich euch wirklich guten Gewissens empfehlen, weil er super, super sanft ist. Und selbst damit, ja, könnt ihr eigentlich nichts kaputt machen. Natürlich funktioniert das auch irgendwie, also auch damit könnt ihr Schäden anrichten, wenn ihr zum Beispiel zu doll aufdrückt, aber bei weitem nicht so schnell wie mit den Philips Bürstenköpfen, weil der einfach deutlich sanfter ist. Und hinzu kommt auch, dass die Borstendichte hier zu gering ist. Curaprox hat eine sehr, sehr hohe Borstendichte und ist damit wiederum auch gründlicher, als wenn die Borstendichte niedrig ist.
Und zum Schluss noch das Highlight, der beste Bürstenkopf, den ich je benutzt habe, nämlich der allerkleinste Bürstenkopf. Das ist der Single-Bürstenkopf von Curaprox. Und wenn ihr mein Video über die Solo-Zahnbürsten noch nicht gesehen habt, das verlinke ich euch auch einmal. Guckt euch das an, weil dieses Teil hier ist wirklich eine Wunderwaffe gegen Karies, gegen Parodontitis. Ich kann es jedem von euch ans Herz legen. Und so einen kleinen Bürstenkopf gibt es bei Philips nicht. Also, das kann nur für Curaprox sprechen. Und dann gibt es noch etwas zu den Winkeln der Bürstenköpfe zu sagen. Bei Philips ist es so, dass der Bürstenkopf ganz gerade verläuft. Er ist zwar im Vergleich zum Handstück ein bisschen nach vorne geneigt, aber der Bürstenkopf an sich ist ganz gerade. Bei Curaprox ist es so, dass die einen Winkel eingebaut haben. Also der Bürstenkopf geht um 10 Grad nach vorne und der Single-Bürstenkopf ist wiederum um 15 Grad nach hinten geneigt. Und diese Winkel erleichtern es euch, an schwer erreichbare Stellen zu kommen. Und ihr könnt damit wirklich jede hinterste Ecke super gut erreichen, weil sie eben sehr schön abgewinkelt sind. Zu guter Letzt möchte ich noch einmal das Zubehör miteinander vergleichen, also das, was ihr dazu bekommt, wenn ihr die jeweilige Zahnbürste kauft. Und zwar bekommt ihr bei beiden Zahnbürsten ein Reiseetui. Allerdings unterscheidet sich das Reiseetui voneinander. Bei Curaprox bekommt ihr so ein Plastiketui und da könnt ihr das Handstück reintun und insgesamt zwei Bürstenköpfe, aber ansonsten hat das keine weitere Funktion. Bei Philips hingegen, da findet auch das Handstück drin Platz und zwei Bürstenköpfe, aber ihr könnt auch gleichzeitig über das Reiseetui laden. Das heißt, wenn ihr auf Reisen seid, müsst ihr nur noch ein Ladekabel, nämlich das hier mitnehmen und einen Adapter dazu. Und einen Adapter hat, glaube ich, jeder von euch eh dabei, also jeder, der ein Smartphone hat. Ich habe hier einfach den Adapter von meinem Handy und muss nun eigentlich nur noch das Kabel zusätzlich mitnehmen, was ich persönlich super praktisch finde. Man muss aber sagen, dass das Reiseetui dadurch auch einerseits schwerer ist und auch deutlich größer. Also ist jetzt die Frage, was man möchte. Lieber ein kleineres, leichteres. Dann muss man aber wiederum die Ladestation mit auf Reisen nehmen. Oder aber, ja, einfach nur ein Kabel, dafür aber ein schwereres Reiseetui und ein größeres Reiseetui. Ich persönlich finde diese Variante trotzdem besser, weil sie einfach für mich praktischer ist. Und zwar bekommt ihr bei Philips ja auch noch eine extra Ladestation dazu, mit so einem Glas. Und ich habe diese Station immer fest verankert bei mir im Wohnzimmer stehen, wo auch mein Fernseher steht. Und ich bin jetzt extra fürs Video für euch dahinter gekrabbelt. Es war echt mühsam, weil der Fernseher im Weg war. Ich musste das alles von der Wand abrücken, um das Kabel zu ziehen, um euch das jetzt zeigen zu können. Und normalerweise steht das immer fest dort an seinem Platz. Und zusätzlich habe ich eben noch das Kabel gehabt von Philips. Also das lag so eigentlich immer schon in meinem Koffer, dass ich das auf gar keinen Fall vergessen kann. Und ich habe mich so daran gewöhnt, an diesen Luxus, zwei Wege zu haben, wie ich es laden kann. Das vermisse ich jetzt schon ein bisschen bei Curaprox, muss ich sagen. Es ist erstmal eine Umstellung, aber es ist natürlich ein Luxusproblem. Ich weiß nicht, wie wichtig euch das ist. Ich habe da, wie gesagt, so mein System gehabt, womit ich sehr, sehr glücklich war. Und das habe ich jetzt mit der Curaprox nicht mehr, aber vielleicht ist es euch auch einfach gar nicht so wichtig. Das müsst ihr natürlich für euch selbst entscheiden, worauf ihr Wert legt. Ja, und dann gibt es noch einen kleinen preislichen Unterschied. Also beide Zahnbürsten sind im eher Premium-Bereich, also sie sind beide teurer. Die Diamond Clean kostet etwa 150 Euro, wobei man natürlich sagen muss, dass ich noch die ältere Generation habe. Es gibt jetzt schon eine neuere, die auch mit 61.000 Schwingungen pro Minute schwingt, diese nur mit 31.000. Es gibt auch noch eine Smart-Funktion mittlerweile, damit ihr das mit einer App, mit eurem Smartphone verbinden könnt. Das habe ich hier bei dieser Variante nicht und die anderen sind natürlich auch teurer. Also ich glaube, die liegen auch bei 200 bis 230 Euro, meine ich. Ich will euch nichts Falsches sagen, ich habe die Preise nicht ganz genau im Kopf, aber so um den Dreh ist das auf jeden Fall. Und die Curaprox Hydrosonic Ortho kostet 199 Euro. Also im Endeffekt, gut, wenn ihr das ältere Modell kauft, ein Unterschied von 50 Euro. Wenn ihr ein neueres Modell kauft, ist da eigentlich kaum ein preislicher Unterschied. Bei den Bürstenköpfen gibt es aber sehr wohl einen preislichen Unterschied. Wenn ihr diese tropfenförmigen kauft, kosten zwei Stück 30 Euro. Und bei Philips, jetzt muss ich glaube ich auch lügen,
Ihr bekommt 4 Stück für, ich meine, 25 €. Ich habe sie aber auch bei Amazon für 18 € gesehen. Also ich bin mir da bei dem richtigen Preis nicht ganz sicher, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich schon günstiger als die Bürstenköpfe von Curaprox. Ihr bekommt aber, wie gesagt, auch günstigere Bürstenköpfe von Curaprox. Die länglichen, da kosten dann 2 Stück, oh, ich glaube so 15, 16 € um den Dreh. Und die länglichen finde ich aber nicht ganz so gut. Natürlich sind die auch gut, aber die tropfenförmigen sind eben noch besser, aber auch teurer. Ja, fassen wir das Ganze mal zusammen. Also beim Zubehör ist für mich ganz klar Philips der Sieger. Also ich liebe dieses Reiseetui nach wie vor. Ich vermisse es jetzt mit der Curaprox. Und das ist mein ganz klarer Sieger. Und außerdem finde ich dieses Glas einfach wunderschön und praktisch, dass man es einfach nur so ja reinlegen muss. Ihr könnt theoretisch auch noch eine Handzahnbürste oder einen Halter für eine Interdentalbürste mit reinstellen. Und das finde ich einfach super schön und elegant und praktisch. Also beim Zubehör hat auf jeden Fall Philips für mich gewonnen. Aber wenn man das ganze Technische mal außen vor lässt, vom rein zahnärztlichen und von davon, wie sanft es zu euren Zähnen ist und wie gründlich es putzt, ist für mich Curaprox der Testsieger geworden und damit auch wirklich meine Lieblingszahnbürste. Also seitdem ich Curaprox habe, benutze ich die von Philips nicht mehr, weil ich die Bürstenköpfe so genial finde und wirklich liebe. Auch den Single-Bürstenkopf verwende ich jeden Abend. Und da ist ganz klar Curaprox ein Riesenschritt voraus. Da kann Philips noch nicht so ganz mithalten. Und von den Corren-Filamenten her wird es das wahrscheinlich auch nicht, weil da hat Curaprox das Patent drauf. Also das wird immer wohl das Alleinstellungsmerkmal von Curaprox sein, zumindest solange das Patent noch nicht ausgelaufen ist. Ja, welche Zahnbürste für euch die beste ist, das müsst ihr natürlich selbst entscheiden. Die Entscheidung kann ich euch nicht abnehmen. Ich kann nur so viel sagen, beide Zahnbürsten sind sehr, sehr, sehr gute Zahnbürsten. Ich kann euch beide empfehlen, auch wenn ich die Bürstenköpfe lieber mag. Ich meine, ich habe 6 Jahre lang mindestens mit der Schallzahnbürste von Philips geputzt. Und nur weil ich jetzt eine andere habe, ist ja nicht von heute auf morgen schlecht. Also, das ist immer noch eine sehr, sehr gute Zahnbürste, die ich bestens empfehlen kann. Und ihr müsst letztendlich für euch selbst entscheiden. Erstens, was möchtet ihr preislich ausgeben, weil die laufenden Kosten hier natürlich schon ein bisschen höher sind. Ihr müsst für euch entscheiden, wie wichtig ist euch das Reiseetui oder dieses Glas, was ihr dazu bekommt. Oder ja, möchtet ihr lieber diese weichen Bürstenköpfe haben? Also, ich kann euch die Entscheidung, wie gesagt, nicht abnehmen. Ich finde beide sehr, sehr gut. Beide haben Vor- und Nachteile. Perfekt wäre eigentlich die Kombination aus diesen beiden, eine Mischung. Das wäre für mich der absolute Traum, aber das gibt es leider noch nicht. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Zukunft bringt und was als nächstes auf den Markt kommt. Wird ja immer weiter geforscht und mal gucken, was Philips sich so einfallen lässt. Vielleicht überholen die Curaprox ja auch bald wieder. Und ich bin auch gespannt, was Curaprox als nächstes auf den Markt bringt. Vielleicht legt Curaprox ja noch einen drauf. Wer weiß, es bleibt spannend. Und falls jetzt keine von diesen beiden Zahnbürsten euch ansprechen sollte, weil sie vielleicht viel zu teuer für euch sind und ihr eine günstige Alternative sucht, zum Beispiel weil ihr noch nie mit einer Schallzahnbürste geputzt habt und es erstmal probieren wollt, bevor ihr so viel Geld in die Hand nehmt, da mache ich nochmal ein gesondertes Video darüber. Da gibt es nämlich auch günstige Alternativen, die ich sehr empfehlen kann und günstige Alternativen, die ich überhaupt nicht empfehlen kann. Also bleibt gespannt, schaut euch auch mein nächstes Video an, was noch kommen wird über günstige Alternativen. Und dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat, dass ich euch helfen konnte, dass ihr jetzt ein bisschen schlauer geworden seid oder für euch mehr Klarheit bekommen habt, welche Schallzahnbürste ihr gerne möchtet oder was für euch wichtig ist. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch. Ich würde mich mega freuen. Schreibt mir auch mal in die Kommentare, was für eine Schallzahnbürste ihr benutzt oder was euch bei einer Schallzahnbürste wichtig ist und abonniert meinen Kanal, damit ihr keine zukünftigen Videos verpasst und immer benachrichtigt werdet, wenn ein neues von mir erscheint. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.